Ja, Frau Simmet. Ja, dann darf ich Sie auch noch mal ganz herzlich willkommen heißen und natürlich auch noch mal liebe Grüße und vielen Dank an die Frauen-Gender-Bibliothek Saar aussprechen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über die Kooperation und hoffen auch, dass wir das in Zukunft noch mal so machen können. Und natürlich freuen wir uns auch über Professor Fellner, die ja bei uns wiederkehrend auch ist, die wir auch immer gerne einladen für Veranstaltungen und Vorlesungen. Und jetzt haben wir heute natürlich anlässlich des Internationalen Frauentages, des Weltfrauentages, ein Thema gewählt, das damit auch was zu tun hat. Im Moment in den USA wird ja auch der Women's History Month gefeiert, den ganzen Monat des März. Und deswegen will uns Frau Fellner dann ja eine kleine Übersicht über feministische Klassiker aus den USA vorstellen. Dann vielleicht noch ein paar Worte zu Professor Fellner. Ich glaube zwar, dass fast jeder sie hier kennt, aber falls nicht, sie ist seit Oktober 2009 Professorin für die nordamerikanischen Literaturen und Kulturen an der Universität des Saarlandes und konzentriert sich in ihrer Forschung auf die Gebiete von Chicano, Chicana-Literatur, auf feministische Theorien, Queer- und Gender-Theories und auch gerne mit Cultural Studies. Und dann würde ich das Wort gleich an Professor Fellner übergeben und freue mich natürlich auch auf einen interessanten Vortrag. Ja, ganz, ganz lieben Dank. Ich begrüße Sie alle. Schönen Abend. Ich hoffe, dass meine Internetverbindung stabil ist. Ich bin zurückgezogen in meinem Ferienhaus in Österreich, weil ich eigentlich jetzt auch die Woche in Urlaub bin und hoffe, dass das alles gut klappt hier. Ich werde mal meinen Bildschirm teilen und hoffe, dass Sie das alles dann gut sehen. Und Sie mich auch noch sehen. Gut, das scheint zu funktionieren, denke ich, ne? Ja, Sisterhood is powerful. So möchte ich beginnen. Und ganz lieben Dank für die nette Einführung. Ich freue mich immer, hier vortragen zu können, sowohl jetzt im DAI als auch in der Frauen-Gender-Bib, mit der wir auch schon sehr lange eine Kooperation haben. Aber der heutige Tag, glaube ich, eignet sich wirklich sehr gut. Denn ich möchte diesen Schlachtruf, diesen feministischen Schlachtruf, Sisterhood is powerful, als Ausgangspunkt nehmen, sozusagen zum Anlass nehmen, um über die Feminist Power, Woman Power, Feminismus, feministische Literatur, Entwicklung des Feminismus und so weiter in den USA zu sprechen. Wie es in meiner kleinen Übersicht auch schon zu lesen war von Kate Chopin über Charlotte Perkins Gilman zu Adichie und Bell Hooks. Das sind nur einige Namen, auf die ich heute auch kurz eingehen werde. Ist natürlich die USA ein zentraler Ort für die feministische Literatur und auch für die Geschlechterforschung. Ich möchte heute aber auch, einfach auch deswegen, weil das auch einer meiner Hauptforschungsschwerpunkte lange Zeit war, möchte ich auch auf die Zeit vor dem 19. Jahrhundert zu sprechen kommen und die sich mit der sogenannten Frauenfrage in der frühen Republik der Vereinigten Staaten beschäftigt hat. Dort möchte ich heute beginnen. Und ich möchte eben zeigen, wie eine ganze Reihe von, wie ich hoffe, spannenden Schriftstellerinnen, Frauenrechtlerinnen, Feministinnen, wie immer wir sie nennen wollen, die Gleichberechtigung vorangetrieben haben und eben die vielfältigen Formen von Diskriminierung aufgezeigt haben. Ich habe hier das Titelblatt von Sisterhood is Powerful mitgebracht und werde das sozusagen als Leitmotiv durch meinen ganzen Vortrag ziehen lassen. Wie gesagt, die nachfolgenden Slides habe ich auf Englisch lassen, sodass hoffentlich auch alle gut folgen können.
Ja, hier habe ich eine ganze Reihe von Frauen, bekannten Frauen, die eben in dieser jahrhundertelangen Kampf um Frauenrechte sich einen Namen gemacht haben. Und in irgendeiner Weise hoffe ich, dass ich auf alle zu sprechen kommen werde. Die Liste geht dann noch weiter. Das sind dann die Schriftstellerinnen, auf die ich heute auch noch kurz eingehen werde. Wir werden sehen, weiß nicht genau, nicht, habe ich gar nicht gefragt, wie viel Zeit ich eigentlich habe. Also, Frau Simmel, Sie müssen mich dann einfach stoppen, wenn es sozusagen zu lang wird. Ich kann ja mal auf die Uhr schauen und schauen, dass es nicht zu lange wird. Ja, wenn man beginnt, über Frauen, Frauenrechte, Frauenbewegung und so weiter zu sprechen, dann stößt man sehr schnell auf eine Einteilung, die Entwicklung des Feminismus als in Wellen kommend bezeichnet. Auf Englisch eben die First Wave, Second Wave und Third Wave. Und ich gebe dann nur diesen Überblick hier einmal, damit man sich so ein bisschen orientieren kann und werde dann auch relativ schnell versuchen zu erklären, inwiefern ich diese Einteilung eigentlich ein bisschen problematisch finde. Also die sogenannte erste Welle, die im 19. Jahrhundert angesetzt wird. Wir kommen darauf zu sprechen. Das wird auch die Struktur meines Vortrags jetzt sein. So ungefähr beginnen in den 1830er Jahren, dann mit 1848 Seneca Falls. Dann die zweite Welle, also in den 60er und 70er Jahren, Bürgerrechts-, Frauenrechtsbewegung. Und die dritte Welle, die wir seit den 90er Jahren ausmachen und in der wir auch Phänomene wie Riot Girl, Lady Fest und so weiter, also alle Formen von vielleicht auch Postfeminism genannt, festmachen können. Wie gesagt, ich finde diese Ordnung wichtig. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite insofern ein bisschen problematisch, weil sie einerseits natürlich sehr starr ist und man wahrscheinlich die Entwicklung nicht in so starren Kategorien festlegen sollte. Andererseits wurde auch sehr oft kritisiert, dass eben genau diese Einteilung sich primär auf den weißen Feminismus beziehe und somit könnte man auch natürlich viele andere Kategorien und Einteilungsschema auch noch hernehmen. Und drittens denke ich, dass diese Dreiteilung eine Zeit vor 1830 ignoriert, die meines Erachtens auch in den USA sehr wichtig war. Und nachdem das mein primäres Forschungsgebiet in meinem zweiten Buch, meiner Habilitation war, möchte ich eben heute auch auf diese Zeit eingehen. Denn auch hier gibt es Texte, die, wie ich argumentiert habe, sehr wohl auch als feministische Klassiker bezeichnet werden können. Ich beginne dann also mit der Zeit in den USA, die der Beginn der Vereinigten Staaten der USA darstellen, die Unabhängigkeitserklärung und dann die ersten Jahre, die sogenannte frühe Republik nennt man das, so die 1780er, 1790er und dann eben bis 1800. Also diese ersten 20 Jahre der frühen Republik, die von der Frauenfrage dominiert waren, meines Erachtens, aber etwas, was in der feministischen amerikanischen Geschichtsschreibung nach wie vor relativ vernachlässigt ist. Oder sagen wir, vielleicht ist es von der Geschichtsschreibung weniger vernachlässigt als in der Literaturwissenschaft, weil hier gibt es eben ein paar Autorinnen, die relativ unbekannt geblieben sind. Ja, wie hat es begonnen? Wenn man Thomas Jefferson berühmten Satz liest, und wir werden auf diesen Satz auch später noch zurückkommen, dann hängt sich alles auf diesem einen Teil des Satzes auf, der heißt, that all men are created equal. Und das ist natürlich etwas, was kritisiert wurde, denn die politische Realität, die politische Wirklichkeit sah anders aus, wenn man dieses Wort man oder im Plural hier man als Mensch übersetzt und nicht als Mann. Und in vielerlei Hinsicht
wurde das damals auch so gesehen. Die Realität war aber anders, denn de facto waren es eben wirklich nur Männer. Und zwar, es waren nur weiße Männer, die wählen durften, und es waren auch nur weiße Männer, die Eigentum besaßen. Frauen, Sklaven, die indigene Bevölkerung war hingegen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Wie Londa Schiebinger und andere HistorikerInnen argumentierten, gelang es den Denkern der Aufklärung, die ungleiche Stellung der Frau innerhalb der neu entworfenen demokratischen Ordnung epistemologisch zu rechtfertigen, indem sie die Fragen nach den Rechten und Fähigkeiten der Frau wissenschaftlich zu lösen versuchten. Es würde also die Wissenschaft quasi den Beweis erbringen, dass der Mensch sozusagen oder die menschliche Natur nicht gleich wäre, sondern nach verschiedenen Kategorien, vor allem Rasse und Geschlecht, unterschieden wären. Die Frauenfrage im neu gegründeten Staat wurde sehr schnell durch die Idee der Geschlechterpolarität erklärt. Die Theorie der Komplementarität der Geschlechter oder der Polarität der Geschlechter, wie Londa Schiebinger es nennt, nach der Mann und Frau eben nicht gleich wären, sondern einander sich ergänzende Gegensätze, fügte sich sehr schnell in den Rahmen des liberalen bürgerlichen Denkens ein. Und dieser Komplementarismus, diese Komplementarität der Geschlechter, sah in Folge die häusliche Umgebung als den Ort an, an dem sich die besonderen Eigenschaften, so kann man es nennen, der Frau entfalten könnte. Dadurch wurde dann die Mutterrolle aufgewertet und als natürliche Bestimmung und höchste Erfüllung der Frau glorifiziert. Also das war sozusagen die Erklärung, denke ich, die man hier nennen kann, um eben diesen fundamentalen Widerspruch oder dieses Paradox, wie es auch oft genannt wird in der Geschichtsschreibung der Aufklärung in Bezug auf die Geschlechter, zu rechtfertigen. Die Zuweisung von gleichfalls separaten kulturellen Betätigungsbereichen, Entschuldigung, für Frauen blieb jedoch nicht unwidersprochen. Es führte sich oder es, zu dieser Zeit in den späten 80er und 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, führte man in den USA die sogenannte Querelle des Femmes oder die Frauenfrage weiter, die eigentlich schon seit dem 15. Jahrhundert in Europa zugange war, maßgeblich in England und Frankreich auch betrieben wurde. Und diese Frauenfrage war eben eine Frage, die sehr laut diskutiert wurde. Und da findet man sehr viel Belege dazu, nicht nur in den verschiedenen Zeitschriften. Es haben sich ja natürlich die Magazine Culture entwickelt, die Zeitungen auch, sondern man findet es eben auch in den verschiedenen Ratgebern, aber auch in den verschiedenen Romanen, die sich da zu der Zeit entwickelt hatten. Noch bevor, und der bekannteste Text hier in der europäischen Debatte ist sicherlich Mary Wollstonecraft, die in ihrem A Vindication of the Rights of Woman aus dem Jahr 1790 eben sich in diese Debatte eingeschalten hat und eben diese Zuweisung der Frau in häusliche Sphäre massiv kritisiert hat, auch die Ungleichheit der Geschlechter auf Erziehung, auf unterschiedliche Erziehung sozusagen zurückführen wollte und sich eben sehr stark gegen dieses immer wichtig werdendere biologische Argument, dass eben Männer und Frauen nicht gleich wären, widersprochen hat. Aber noch bevor dieses wichtige Werk, das dann auch sehr stark und intensiv in den USA diskutiert wurde, aber noch davor, und darauf bestehe ich, sage ich immer, bevor dies geschah, gab es in den USA bereits einige laute Stimmen, die dann irgendwie zugeschüttet wurden sozusagen, aber zu der damaligen Zeit waren sie laut, die ebenfalls genau
ähnliche Argumentationsweisen wie eben Mary Wollstonecraft auch vorbrachten. Die erste Stimme und vielleicht die bekannteste Stimme ist, und das ist vielleicht nicht unbekannt, denn das ist ein Ton, von dem man nach wie vor spricht, ist Abigail Adams. Abigail Adams, die Ehefrau des zweiten John Adams und die Mutter des sechsten US-amerikanischen Präsidenten, die hatte in einem Brief die Gesetzeslage angeprangert und hat also hier ihren famosen Spruch getätigt, den man jetzt auch sehr oft immer von Tassen bis Untersetzer bis ich weiß nicht wo abgebildet immer sieht, auch so ein Schlachtruf sozusagen, Remember the Ladies. Ja? Das Zitat hier, wenn ich das vorlesen kann, muss ich schauen, dass ich es auch sehe, ist geschrieben in einem Brief an ihren Mann am 31. März 1776, also das ist sozusagen mittendrin in der ganzen Debatte und in der ganzen Diskussion. Und da bittet sie ihren Mann, die Rechte der Frauen zu bedenken, sozusagen. I long to hear that when you have declared an independency, and by the way, in the new code of laws, which I suppose it will be necessary for you to make, I desire you would remember the ladies. Also wenn es zu einem sozusagen neuen Code kommt, was es kommen wird, nachdem die Unabhängigkeit festgesetzt wurde, bittet sie ihren Mann eben, die Frauen auch mit zu bedenken. Do not push such unlimited power into the hands of the husbands. Ja, also man soll nicht zu viel Macht den Männern geben, denn sie können alle Tyrannen werden. Und hier ist auch noch ein Satz, der wahrscheinlich der stärkste und lauteste Satz hier in der frühen amerikanischen Kultur von einer Frau ist, wo sie sagt, wenn du das nicht tust, also eine Drohung sozusagen, we are determined to foment a rebellion. Also sie war sozusagen, wenn sie keine, no voice or representation, also wenn sie nicht gehört wird, dann wollte sie quasi eine Rebellion ausrufen. Nun, dass es so nicht gekommen ist, wissen wir aus der Geschichte, dass ihr Mann hier nicht so reagiert hat, wie sie das erhofft hatte, wissen wir leider auch. Wie hat er reagiert? Er ist jetzt nicht hier auf einer, er hat ablehnend reagiert, er hat sie beruhigt und er hat gesagt, dass er sich nie und nimmer dem sogenannten Despotism of the Petticoat unterwerfen würde. Also sozusagen dem Frauenrock würden sich die Männer nicht unterwerfen wollen. Nun, das ist, denke ich, die bekannteste Stimme, aber es gab auch noch andere Stimmen. Und da gibt es eine Stimme, die mir ganz besonders wichtig und ans Herz gewachsen ist, einer Schriftstellerin namens Judith Sargent Murray, die allerdings unter zwei Pseudonymen geschrieben hat. Und zwar hat sie einerseits den Namen Constantia angenommen und hat auch primär eine Kolumne im Massachusetts Magazine und The Gleaner geschrieben. Das ist sehr ähnlich wie auch damals in der britischen Literatur, eben The Spectator und so weiter, so eine Kolumne. Und sie hat dann erst am Ende ihres, das ist ein sehr dickes Buch, dann das Gesammelte, alle gesammelten kleineren Stücke. Erst ganz am Ende hat sie dann ihre Identität preisgegeben und hat gesagt, dass The Gleaner Constantia ist. Und dann hat man schnell auch herausgefunden, dass Constantia Judith Sargent Murray ist, die übrigens natürlich auch bekannt war mit John Adams und Abigail Adams. Und die dieses Werk On the Equality of the Sexes, das meines Erachtens ihr bekanntestes Werk ist, vor Wollstonecraft geschrieben hat
und somit nicht ein Aufnehmen der Ideen Wollstonecraft darstellt, sondern quasi ein, im gleichen Fisch oder sozusagen sich in der gleichen Sphäre der Frauenrechtlerinnen bewegende Person ist eben und ähnliche Ideen hier zirkuliert, wie eine Wollstonecraft das auch getan hat. Sie argumentiert auf wirklich sehr, sehr ähnliche Weise. Auch sie appelliert an ein Konzept. Und das war eigentlich kein so schlechter Schachzug zu der damaligen Zeit, das Konzept der republikanischen Mutterschaft oder Republican Motherhood, könnte man sagen. Das ist ein Konzept, das damals dominant wurde, dass nämlich dieses Zurückdrängen der Frauen auf den Haushalt umgedreht hat und positiv konnotiert hat sozusagen und gesagt hat, ja, aber das ist wichtig, denn dann brauchen die Frauen, die jetzt diese wichtige Rolle erfüllen, die Söhne der neuen Republik großzuziehen, dann brauchen die Bildung. Und dadurch hat sich in den USA dann auch sehr schnell eine Kultur entwickelt, in der eben die Bildung für Frauen möglich wurde und auch die ersten Women's Colleges, also Mount Holyoke College, sehr schnell auch etabliert wurden, sodass eben Frauen auch Bildung erfahren konnten. Man muss also ihre Texte in diesem Kontext lesen, wenn man das aus einer 21. Jahrhundert-Perspektive, also einen feministischen Blick unserer Perspektive auf sie wirft, dann ist man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Und wahrscheinlich ist es auch das, warum sie sehr oft eben dann nicht in den Kanon der feministischen Klassikerinnen aufgenommen wird, weil eben die Dinge, die wir dann mit Feminismus in Verbindung bringen und die wir uns erhofft hätten, dass sie sagt, nämlich dass zum Beispiel jetzt, wenn man an Abigail Adams anschließen würde, die Rebellion auch dann wirklich vollzogen wird, dass man also wirklich ein Aufbegehren oder eine Resistance oder wie immer sieht, das tut sie nicht. Das tun die alle nicht. Aber ich denke, es ist eine feministische Taktik, die auch hier in ihren Schriften klar wird. Und das finde ich sehr beachtlich und deswegen plädiere ich eigentlich sehr stark dafür, sie eben in den Kanon der feministischen Klassikerinnen aufzunehmen. Was macht sie? Also zunächst, sie schreibt. Sie schreibt als Mann verkleidet, eben in männlicher Stimme verkleidet, mit vollem Bewusstsein und schafft es so schon mal sozusagen einen ironischen Twist dem Ganzen zu geben. Und sie setzt sich vehement für die Bildung der Frau ein. Sie argumentiert vehement gegen die zu der damaligen Zeit wichtig werdenden biologischen Theorien, dass eben Mann und Frau unterschiedlich wären, dass es zwei Geschlechter gibt oder gäbe und dass eben diese Geschlechter komplett gegensätzlich wären. Dagegen argumentiert sie und ich lese sie eigentlich als eine sehr, bereits wenn man das aus 21. Jahrhundert Perspektive sieht, eigentlich sehr sozial-konstruktivistisch. Also sie argumentiert sehr stark, dass eben das Geschlecht sozial konstruiert ist und dass man eigentlich zwischen Sex, Gender nicht unterscheiden solle, weil eben ganz klar die Erziehung Schuld daran hat, wenn eben Frauen dann schlechter gestellt sind. Das ist eigentlich eine sehr interessante und sehr clevere Argumentationsweise. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, eigentlich die bekanntesten Zitate, wo sie also auch sehr auf sehr clevere Weise, ähnlich jetzt, wie wir es eben auch in dieser langen Tradition der sogenannten Querelle des Femmes, die habe ich nur zuerst ganz kurz vorgestellt, aber das ist eben diese Frauenfrage, in der sehr, sehr oft immer die Rhetorik aufgebaut wurde in Form von ein Argument, ein Gegenargument. Es schreibt einer etwas, Frauen schreiben dagegen an, also dieses Anschreiben. Und in dieser Tradition verortet sie sich. Also sie greift hier sofort einen Satz auf, wenn sie hier schreibt, Grant that their minds are by nature equal.
greift sie sehr schnell diesen aufklärerischen Diskurs zu der Zeit an. Ein Poulain de la Barre, der gesagt hat, der Geist der Menschen ist gleich sozusagen. Der Unterschied zwischen Mann und Frau wäre in der Natur zu finden. Ja? Also diese aufkommende biologische Argumentationsweise, die eben dann diesen aufklärerischen Diskurs, dass eben Mann und Frau gleich wären, aber dann eben aufgrund ihrer unterschiedlichen Körper anders sind, das greift sie hier auf. Und sie sagt eben, okay, granted their minds are by nature equal, aber woher kommt denn die Superiorität dann? Ja? Und sie sagt dann eben, if indeed custom becomes second nature. Wenn also sozusagen die Sozialisierung so, wir würden heutzutage sagen, so naturalisiert wird, dass sie eben auch wie Natur aussieht. Ja? If it taketh place of nature. Wenn also sozusagen die soziale Stellung so herangenommen wird, dass es eben wie eine zweite Natur aussieht. Ja, sie hat viele Kolumnen geschrieben und eigentlich immer wieder ganz detailliert eben auch aufgezeigt, inwiefern sie hier sieht, dass Frauen in keinster Weise den Männern zurückstehen. Also es gibt ein Dokument auch noch, vielleicht gehe ich noch zurück auf den Titel hier. Das erste Zitat war aus diesem ersten Text on the Equality, sind Kolumnen eigentlich, on the Equality of the Sexes und Observations of Female Abilities zum Beispiel, gibt eine detaillierte Aufstellung aller Anschuldigungen, denen Frauen ausgesetzt sind. Ja? Also, wir können nicht so gut lesen wie Männer. Wir sind weniger stark als Männer. Unser Intellekt ist nicht so ausgeprägt. Also sie listet das und gibt für jeden einzelnen Vorwurf ein Counterargument und kommt eigentlich immer wieder auf den gleichen Punkt raus, nämlich dass sie sagt, dass es eben aufgrund der Bildung, aufgrund der nicht gleichen Möglichkeiten, aufgrund des Zurückgesetztwerdens, aber ganz wichtig eben nicht aufgrund der Tatsache, dass Frauen unterschiedliche Körper hätten. Meines Erachtens ist das ein ganz wesentliches und wichtiges Argument zu einer Zeit, wo eben sich dieser Diskurs, dass der Körper dieses wichtige Unterscheidungsmerkmal ist, wo sich das herausgebildet hat. Ja, eines ihrer letzten Zitate, diese Kolumnen wurden alle in einem Buch gesammelt und das hört dann eigentlich sehr positiv auf, wo sie eben dann sagt, I may be accused of enthusiasm, but such is my confidence in the sex. The sex ist die Bezeichnung für Frau im 18. Jahrhundert. Und sie schaut da, sie blickt am Ende des 18. Jahrhunderts hier positiv und enthusiastisch in das 19. Jahrhundert, ja, wenn sie sagt, that I expect to see our young women forming a new era in female history. Nun, dass es dann noch gute 50 Jahre gedauert hat, bis die sogenannte erste Welle, die wir jetzt eben primär als das erste Einsetzen des Feminismus ausmachen, das hatte sie natürlich nicht wissen können, dass da dazwischen natürlich viel rückschrittlich, also sehr stark Rückschritt war am Anfang des 19. Jahrhunderts, dass das 19. Jahrhundert dann zu einem Jahrhundert wurde, in dem sich dieses Ideal der Republican Motherhood zwar ausgeprägt hat, aber Frauen sehr stark in ihre oder auf ihre häusliche Rolle zurückgedrängt haben. Ich lese sie trotzdem hier als diese Visionärin sozusagen, die eben am Ende des 18. Jahrhunderts vorausgesehen hat, zumindest gehofft hat, dass hier im Bereich der Rolle der Frau etwas passieren wird. Und wie gesagt, es passierte dann 50 Jahre später. Gut, dann springe ich sozusagen
ins 19. Jahrhundert und springe gut 50 Jahre. Und da landen wir bei einem Event, würde man heutzutage sagen, oder Zusammenkunft sozusagen, die einen Meilenstein in der Geschichte der Frauen ausmachen wird. Und zwar die sogenannte London Anti-Slavery Convention of 1840. Was hat sich in diesen 50 Jahren getan? In den 50 Jahren hat sich, und das ist gut, und etwas, das ganz wichtig ist, auch zu bedenken in dieser Entwicklung des Feminismus, da hat sich dieser weiße Feminismus, ich habe das nicht explizit vorhin dazu gesagt, aber wir sprechen hier bei sowohl Abigail Adams wie auch Judith Sargent Murray nicht nur von The Sex, sondern vom sogenannten The Fair Sex, also der weißen Frau. Hier hat sich im 19. Jahrhundert der Diskurs der Sklaven, der Anti-Slavery-Movement sozusagen, der Abolitionists hinzugesellt und ist dominant geworden. Und es kommt hier von Anfang an eigentlich zu einem wiederum 21. Jahrhundert-Terminologie, würde man sagen, zu einem intersektionalen oder zu einer intersektionalen Auffassung, dass Geschlecht und rassifizierte Identität, ethnische Identität verbunden sind. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man in diesen Wurzeln des Feminismus eben sieht, dass es hier immer auch zu einer Überlappung mit anderen Differenzkategorien gekommen ist. Wie ist das passiert? Ich glaube, das ist jetzt relativ bekannt und auch historisch sehr, sehr gut aufgearbeitet, nämlich bei dieser Konvention um 1840 in London, wo es eben um die Abschaffung der Sklaverei ging. Da wollten zwei Frauen anreisen, Lucretia Coffin Mott und Elizabeth Cady Stanton, und sie durften beiwohnen diesem Kongress, allerdings nur hinter Vorhängen sitzend, also abgedeckt sozusagen, und sie durften auch nicht sprechen. Und das ist sozusagen dieser Moment, der hier die beiden Frauen wachgerüttelt hat und der sie dazu bewogen hat, als sie zurückkamen in die USA, hier 1848 ebenfalls einen eigenen Kongress einzuberufen und dort die sogenannte Declaration of Sentiments auszurufen. Und das ist jetzt mein nächster Stein, weil das ist sozusagen das Dokument, das ich hier als die Quintessenz eines feministischen Klassikers lesen würde. Ich habe auch ein paar Bilder mitgebracht und dann schaue ich, dass ich jetzt einfach hier zügig durch die nächsten Slides komme. Ja, Seneca Falls ist der Ort. Wenn man jetzt nach Seneca Falls geht, sieht man das, dass das hier ein Ort ist, der sich sehr dieser Geschichte bewusst ist. Hier steht es rechts oben, First Convention for Women's Rights. Also das ist hier ein ganz eindeutiger Fall, wo eben dieses Wort Rights auch verwendet wird, die Frauenrechte sozusagen. Und das ist jetzt, glaube ich, ein Diskurs, den man ganz eindeutig mit Feminismus in Verbindung bringt. Ja, die Deklaration, die hier erst wurde, ist ein spannendes Dokument. Als Literaturwissenschaftlerin und feministische Forscherin lese ich das natürlich als einen klassischen Fall von einem nochmal neuem Umschreiben sozusagen, ein Gegenschreiben, auch sehr ähnlich, wie wir es schon vorher gehabt haben, von der rhetorischen Strategie her, nämlich dass eben hier die Deklaration, Declaration of Independence, die Unabhängigkeitsdeklaration, umgeschrieben wurde. Und dieser wichtige Satz, den ich zuerst ja schon kurz anzitiert hatte, also dieser Jefferson-Satz, we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, wurde ergänzt. We hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal.
Also ein ganz dezidiertes sozusagen Hineinschreiben der Kategorie Frau in diesen Text. Und was dann auch noch wichtig ist, ist, dass eben in der gleichen Art und Weise, wie es in der Unabhängigkeitserklärung rhetorisch angelegt war, nämlich Absatz für Absatz, wurde da der König angeklagt, dies und das verbrochen zu haben sozusagen, warum eben dann die Unabhängigkeit gerechtfertigt war, wurde das umgeschrieben. Und hier wurde eben dann ein langer Katalog aufgelistet, inwiefern eben es hier wichtig ist, Frauen explizit aufzunehmen als eigene Kategorie. Ja, wenn wir hier noch ein paar Fotos gerne anschauen, das ist eben jetzt die Wesleyan Chapel in Fall Street in Seneca Falls. Das ist der Ort, wo eben dieser Kongress abgehalten wurde, und das ist das Haus von Elizabeth Cady Stanton, also die Rechtlerin, die, glaube ich, auf jeden Fall auch weltweit dann bekannt wurde, für eben auch sich um für Frauenrechte einzusetzen. Wichtig, ich betone es nochmal hier, ist eben diese Entwicklung des Feminismus, diese sogenannte erste Welle, als wirklich unmittelbar direkt auch im Zusammenhang stehend mit der Abschaffung oder mit der Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei, also dem sogenannten Abolitionism. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, weil es dann später, ich komme noch dazu, wenn ich die Zeit habe, so kritisiert wurde auch, dass eben die Geschichte des Feminismus in den USA prinzipiell eine weiße Geschichte ist. Ja, so wurde es lange gelesen, aber man kann sie auch anders lesen, wenn man eben den Akzent auch etwas anders setzt. So zum Beispiel, wenn man jetzt genau noch kurz in dieser Zeit verweilt und ein paar Jährchen später zu einem anderen Kongress sieht, wo nämlich Sojourner Truth gesprochen hat. Und Sojourner Truth hat sich eingereiht in diese Reihe von Elizabeth Cady Stanton und hat zu diesen Frauen der Zeit, die da die Gleichberechtigung Forderung gefordert haben, gesagt, ja, aber denkt nicht nur an weiße Frauen, denkt auch an schwarze Frauen, denkt auch an Sklavinnen. Und obwohl natürlich, wie ich gesagt habe, die Abolitionism, Abschaffung von Sklaverei, auf der einen Seite propagiert wurde, da aber sehr stark eben auf die Männer bezogen, die erste Welle Feminismus sozusagen auf weiße Frauen, fühlte eben Sojourner Truth sich als schwarze Frau hier irgendwie in der Mitte der Stühle. Und darauf macht sie aufmerksam. Und dann hat sie eben eine bekannte Rede, Moment, jetzt bin ich kurz durcheinander gekommen, ich springe mal so weiter, wenn ich dann genau, Rede gehalten, eben diesen, auch wiederum, glaube ich, ein Schlagwort, Ain't I a woman, bin ich nicht auch eine Frau, hier auch verdeutlicht hat. Wie hat sie das verdeutlicht? Sie hat sich also vor die gesammelte Menge hingestellt, und sie muss wohl eine kräftige Person gewesen sein, eine, die natürlich auch selbst als Sklavin auf den Baumwollfeldern gearbeitet hat. Und sie zeigt dann hinüber und sagt, der Mann da drüben, ja, der sagt, dass Frauen sozusagen immer über, also dass ihnen geholfen werden muss, dass sie getragen werden müssen. Ja, they need to be helped into carriages. Ja? Dann sagt sie, mir als schwarze Frau hilft nie irgendwer. Mich trägt niemand in eine Kutsche oder wie immer. Ja? Schaut meinen Arm an, ja? Sagt sie dann, bin ich nicht auch eine Frau? Aber sie zeigt auf ihren Arm, wenn ich das so, geht hier nicht, ja, sie zeigt auf ihren Arm, der muskulös und kräftig ist. Wiederum Rekurs auf den Körper, ja, und sagt so, ich bin aber auch eine Frau.
Ich aber habe männliche Arbeit durchgeführt. Ich habe gearbeitet. I have plowed and planted. I have gathered into barns. And no man could help me. Also sie hat das viel besser, viel kräftiger. Also in keinster Weise, dass sie einen fragileren Körper oder so irgendwie hätte. Und wenn dem so ist, warum kann sie dann nicht auch als Frau hier gesehen werden und Teil dieser sich gerade im Begriff zu entwickelnden ersten Phase, würden wir jetzt wieder sagen, des Feminismus? Warum kann sie nicht Teil davon sein? Das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, meines Erachtens, diese Stimme hier wahrzunehmen, um eben zu sehen, dass es sehr wohl hier eben dieses Bewusstsein dieses Zusammenspiels der verschiedenen Kategorien, Race, Class, Gender, sozusagen eben gegeben hat. Und so diesen Spruch, ain't I a woman, ist etwas, was eben Bell Hooks, jetzt mache ich einen Sprung sozusagen ins 20. Jahrhundert, aber das ist der Spruch, den Bell Hooks aufgenommen hat und eben hier als sie angeprangert hat, dass man eben eigentlich nicht von einer einheitlichen Sisterhood sozusagen sprechen kann, sondern dass eben die Kategorie Schwesternschaft, die Kategorie Sisterhood eben auf jeden Fall die Unterschiede eben in Bezug auf Klasse, Hautfarbe und Alter mitdenken soll, ja? Sondern dass eben Sisterhood nicht eine, wie sie hier gesagt hat, dass es quasi nivelliert wird, dass es alles eines wird, sondern nein. Diese Kategorien sind wichtig und sie sind verschränkt miteinander. Und Bell Hooks verwendet hier als den Beginn für sie dieses Zitat von Sojourner Truth. Und ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die man eben sich immer vor Augen halten muss. Ja, dann gehe ich kurz weiter. Die erste Welle sozusagen oder eben diese Welle eben der Frauenrechtlerinnen hatte ein klares Ziel und das war die Erlangung des Wahlrechts, das eben dann 1919 beziehungsweise 1920, als dann alle Bundesstaaten zugestimmt haben, erreicht wurde. Nun, dann kommt es wieder zu so einem Hiatus sozusagen, einer kurzen Pause, könnte man sagen. Allerdings, wenn man die Literatur betrachtet, die feministische Literatur, kann man sagen, dass es dann in der Literatur gegen Ende des 19. Jahrhunderts hier und in das 20. Jahrhundert, also dann auch um diese Zeit herum hier wirklich einen Schub gegeben hat und wir hier zwei überaus spannende Autorinnen finden, die eben hier mitgeholfen haben, könnte man sagen, und sich eben ganz aktiv für die Rechte der Frau eingesetzt haben. Und da komme ich jetzt auf Charlotte Perkins Gilman und Kate Chopin zu sprechen. Wie haben die das getan? Sie haben das getan einerseits, indem sie sich ganz klar gegen das dominante Frauenbild des 19. Jahrhunderts oder das Frauenideal, könnte man sagen, entgegengesetzt haben. Sie haben Geschichten geschrieben, Romane geschrieben, im Fall von Perkins Gilman, kommt gleich noch ein bisschen detaillierter auf die zu sprechen. War sie auch eine Aktivistin, die auch sehr wohl andere, oder man kann sie als Soziologin bezeichnen, die auch Women in Economics, also auch andere Texte, nicht nur literarische Texte, meine ich, geschrieben haben. Aber die sind so an der Schwelle sozusagen ins 20. Jahrhundert hinein und die haben angeprangert, prinzipiell eben dieses Frauenideal im 19. Jahrhundert, das laut einer bekannten feministischen Historikerin Barbara Welter sehr stark sich an einem Konzept des sogenannten True Womanhood oder man sagt auch manchmal irgendwie the angel in the house oder die Frau, die quasi auf ein Podest gestellt wurde und angehimmelt wurde. Und hier hat es
ganz klare Maxime oder Kategorien gegeben, die dieses Frauenideal ausgemacht haben. Laut Barbara Welters sind die vier folgende vier, nämlich Religiosität, Domestizität, Unterwürfigkeit und Reinheit sozusagen. Und die feministische Literatur, die sich hier entwickelt hat am Ende des, hören Sie mich noch? Okay, war kurz. Hören Sie mich noch? Ja, oder? Okay, gut. Hören Sie, ja. Alles gut. Ja, danke, gerade nichts gesehen. Die Literatur, die sich hier entwickelt hat, hat eben versucht, diese Schwelle darzustellen, indem sie eine Reihe von Frauen gegenüberstellte, also in ihrer Figurenkonstellation, in der Anordnung der weiblichen Charaktere, dass sie eben gezeigt haben, inwiefern eben genannte True Woman oder eben diese ein Frauenideal, eine Frauenfigur, die diesem Ideal entspricht, eben entgegengesetzt dann eben ein Ideal einer Frau, das Ideal sozusagen für den Feminismus wäre, aber eben nicht oder gegengesetzt ist zu diesem Konzept der True Womanhood. Das mit dem Konzept der True Womanhood kämpfende neue Ideal, das sich da durchzusetzen begann, ist das Konzept, könnte man sagen, der sogenannten New Woman, der neuen Frau. Und Charlotte Perkins Gilman ist sozusagen die Galionsfigur hier. Die neue Frau, eine Frau, die eben an der Schwelle stammt und die eben eine, wie es hier auch bezeichnet wird, Leading Intellectual Person war, eben in der Frauenbewegung, so zwischen 1890 und 1920. Den Text, den ich kurz vorstellen möchte, wahrscheinlich ihr bekanntester Text und meines Erachtens der feministische Klassiker im ausgehenden 19. Jahrhundert schlechthin, ist, auf Deutsch heißt The Yellow Wallpaper, die gelbe Tapete. Eine Kurzgeschichte, die im New England Magazine veröffentlicht wurde 1892 und die genau darauf fokussiert, eben auf diese Schwelle oder auf diese Rolle, die sich eben in Veränderung befand, eben von diesem klassischen Frauenideal der sogenannten True Woman eben hin zur neuen Frau. Und diese neue Frau oder the New Woman ist, glaube ich, etwas, das wir natürlich in Europa auch sehr gut kennen. Auch eines, das sich dann sehr stark in Europa, in Paris entwickelt hat, dann in den 1920er Jahren. Das ist auch etwas, was die Expatriate-Autorinnen, diejenigen, die dann auch nach Europa gegangen sind, sehr stark popularisiert haben, wie zum Beispiel Henry James. Henry James ist überhaupt der Autor, der auch den Begriff geprägt hat und der die New Woman hier als folgendermaßen beschrieben hat, als Bicycle Riding Uncorseted Figure in Shortened Skirts. Also sozusagen, das Bild, glaube ich, zeigt das auch ganz gut eben, als Frauen, die Fahrrad fahren, die das Korsett abgeworfen haben und deren Röcke kürzer geworden sind. Ja, habe ich noch eine Beschreibung von Perkins Gilman selbst, weil jetzt kommen wir auch in die Zeit, wo dieser Begriff der neuen Frau, the New Woman, auch selbst von ihr verwendet wurde und wo sie in ihrem soziologischen Buch Women and Economics die neue Frau sozusagen beschrieben hat in folgender Weise. Sie hat geschrieben, here she comes running out of prison and off the pedestal. Chains off, crown off, halo off, just alive woman.
Also hier kommt sie dahergerannt, befreit aus dem Gefängnis, runter von dem Podest. Also das ist eben, spricht auf dieses Ideal an, in der die Frau eben in ihrer Mutterrolle glorifiziert wurde. Ja? Entkettet, der Heiligenschein sozusagen, auch die Krone weg. Einfach nur eine lebendige Frau. Und ihre Geschichte, die gelbe Tapete, fokussiert auf eine Protagonistin, die eigentlich genau das versucht zu sein, nämlich aus dem Gefängnis auszubrechen und in irgendeiner Weise einfach nur eine Frau zu sein. Und man kann sich jetzt über das Ende der Geschichte streiten oder man kann über den Ausgang hier debattieren, ob das jetzt dieser Protagonistin gelingt oder nicht. Und ich glaube, das ist auch die Stärke dieser Geschichte, dass man das eben nicht so ist, weil dann kann man eben, oder das gibt eben dann auch sehr viel Raum für Interpretation. Die Geschichte, The Yellow Wallpaper, zu Deutsch eben die gelbe Tapete, ist, glaube ich, auch deswegen so bekannt geworden, weil es auch eine autobiografische Geschichte ist. Eine Geschichte übrigens, die erst, wie auch für den nächsten Roman, den ich vielleicht noch kurz vorstellen können werde, die erst wirklich in den 1970er, 1980er Jahren wiederentdeckt und dann eben als feministische Klassiker etabliert wurden. Zu der Zeit, als sie entstanden, wurden sie nicht beachtet. Ich habe dann auch noch ein paar Rezensionen aus Zeitungen der damaligen Zeit mitgebracht. Also denen wurde sehr viel Widerstand entgegengebracht. Gilman hat selbst nach der Geburt ihrer Tochter starke Depressionen gehabt. Und das ist genau das, was auch in dieser Kurzgeschichte passiert. Heutzutage bezeichnen wir das als Postpartum-Syndrom, glaube ich. Und die damalige Empfehlung der Ärzte, und da gab es einen sehr bekannten Arzt, Silas Weir Mitchell, war eben, Frauen einer sogenannten Rest Cure zu unterziehen, einer Ruhephase, in dem Frauen dann quasi ans Bett angekettet wurden und sich nicht bewegen durften und sicher nicht lesen oder schreiben durften, sich eben zu erholen. Und die Protagonistin in dieser Kurzgeschichte, die ich wirklich sehr empfehle, aber möchte jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, aber die wird eben von ihrem Mann, der es eigentlich gut meint mit ihr, ans Bett quasi gefesselt, nicht wirklich, aber sie wird im Zimmer eingesperrt. Sie kann aus diesem Zimmer nicht raus und sie liegt in diesem Bett und da beginnt sie sich mit der Tapete, die sie umgibt, auseinanderzusetzen und steigert sich vielleicht in etwas rein und sieht dann lauter Frauen hinter der gelben Tapete. Und sie versucht dann, diese Frauen zu befreien, indem sie die Tapete abreißt. Und das Ende der Geschichte ist dann, dass sie mitten im Zimmer ist, die Tapete heruntergerissen. Ihr Mann kommt nach Hause und ist also so schockiert darüber, dass er dann in Ohnmacht fällt. Ich lese dieses Ende als glorioses Ende, dass wir endlich einen Mann in der 19. Jahrhundert Literatur haben, der in Ohnmacht fällt. Man kann es auch lesen, dass sie es nicht wirklich schafft, sich zu befreien, weil, wenn man die Geschichte liest, man durchaus feststellen kann, dass sie wahrscheinlich verrückt geworden ist. Aber es ist halt ein Ende, wo eben die Verrücktwerden, dieses Abdriften vielleicht in eine andere Welt, als befreiend gesehen wird. Und das ist sozusagen ein Roman, Entschuldigung, eine Kurzgeschichte, die ganz wichtig nicht endet mit Tod, sondern eben einer Frau. Es gibt ja so ein Saying, das sagt, dass jeder Roman im 19. Jahrhundert entweder mit dem Tod oder mit der Heirat einer Frau endet, aber ein anderes Ende gibt es irgendwie nicht. Hier haben wir ein drittes Ende, nämlich sozusagen
ja, ich sage es ungerne Wahnsinn, aber auf jeden Fall ein Abdriften in eine höchstwahrscheinlich befreiendere Realität. Ja, Ähnliches geschieht in Awakening. Das ist jetzt ein Roman und ein ganz wichtiger Roman. Hier begeben wir uns von Neuengland in den Süden, und zwar nach New Orleans, und treffen dort Kate Chopin, die hier, das kann ich jetzt leider nicht im Detail erläutern, aber in New Orleans eben aufgrund der frankophonen Geschichte, der hispanophonen Geschichte, der Kreol-Geschichte, also ein ganz, ganz interessanter Mix, hier eben ein Buch geschrieben hat, das The Awakening, das Aufwachen sozusagen heißt. Ich habe hier eine Karte mitgebracht, dass wir wissen, wo wir hier sind, wenn wir von Kate Chopins The Awakening sprechen. Wir sind hier in New Orleans, und zwar nicht direkt in der Stadt, obwohl Teile auch direkt in der Stadt spielen, aber der Hauptschwerpunkt liegt hier in Grand Isle oder Grand Isle, direkt am Golf, und endet auch dort. Und kann ich vorwegnehmen, hat ähnlich wie die gelbe Tapete meines Erachtens ein offenes Ende, nämlich dass die Protagonistin hier, die eben diesen Kampf durchlebt, den Idealen der Frau zu entkommen und eben eine New Woman oder als New Woman zu leben. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich glaube, dass sie das nicht schafft, sondern sie schafft es eben mit einem befreienden Gang ins Wasser. Und dann hört der Roman dort auf. Wir wissen nicht, was dann mit ihr passiert, aber sie geht sozusagen ins offene Meer hinaus, um eben auch in einer anderen Welt Befreiung zu finden. Ich fand es wichtig, kurz die sogenannten Critical Responses hier aufzuzeigen, nämlich, dass das eben hier vehement als essentially vulgar und trite and sordid und unhealthy und disagreeable, also die krassen Adjektive, mit denen hier operiert wurde, um eben dieses Werk hier zu beschreiben. Und ähnlich wie mit der gelben Tapete hat es auch lange Zeit gedauert, muss man sagen, bis in die 1970er Jahre, dass diese Werke eben dann von der feministischen Literaturwissenschaft gelesen wurden und eben auch als wichtige amerikanische Werke in den Kanon der amerikanischen Literaturgeschichte gehoben wurden und eben auch als feministische Klassiker gesehen werden. Ja, wenn ich noch 5 Minuten maximal nehmen darf, dann überspringe ich einfach nur noch ein paar Folien und gehe dann weiter. Ich möchte hier nicht so drauf eingehen, weil ich denke, das ist eigentlich das Bekanntere, eben dann viel, viel später sozusagen die zweite Welle, die eben dann mit anderen Autorinnen eben dieses Bewusstsein auch geschaffen haben, das wir eben dann als den klassischen Feminismus jetzt bezeichnen. Und es ist eben im Rahmen dieser Hauptwelle, wie es sehr oft auch beschrieben wird, des Feminismus, dass eben dann die Texte, die ich vorher genannt habe, eben neu entdeckt und neu gelesen wurden. Mir aber zum Abschluss wichtig erscheint und sehr wichtig erscheint, ist nochmal auf diese Verflechtung zu sprechen zu kommen, auf die Notwendigkeit auch einer intersektionalen Herangehensweise, um eben auch diese Geschichte des Feminismus als nicht nur rein weiß darzustellen und eben auch nochmal auf Sojourner Truth zu sprechen zu kommen und auf Bell Hooks. Entschuldigung, hier ist bei mir ein bisschen Halligalli. Ich hoffe, man sieht mich noch.
ist alles abgestürzt hier, Entschuldigung. Und da möchte ich zu einem Feminismus kommen, den ich sehr gerne als Brückenfeminismus bezeichne, sogenannter Bridge Feminism, nämlich ein Feminismus, der sich in den 70er Jahren entwickelt hat und der in der Anthologie This Bridge Called My Back, Writings by Radical Women of Color, glaube ich, am besten zusammengefasst ist. Hier finden wir eine vehemente Kritik einerseits am reinen weißen Feminismus der 60er Jahre, aber auch ein eben Zurückgehen auf die Wurzeln und ein klares Bekenntnis zu so Stimmen wie Sojourner Truth und eben ein ganz klares Bewusstsein, dass wir einen Feminismus brauchen, der verschiedene Stimmen beinhaltet und der eben auch sogenannte Radical Women of Color Stimmen eben Sie sind stumm geschaltet. Genau, richtig, da war ich auf einmal hier. So, jetzt geht's wieder, ja? Ja, wir hören Sie. Danke, da möchte ich eben mit Adichie enden und ihrem TED-Talk, der da, glaube ich, genau auch anknüpft und eben hier mit ihrem Manifest und ihrem Call zu We Should All Be Feminists eben zu dieser Diskussion beiträgt und eben die Kategorie Feminism öffnen will. Und auch hier, glaube ich, Männer mit einbeziehen will und eben eine Erklärung hier abgibt, warum es wichtig ist, für alle Feministinnen zu sein. Und das Wichtige an ihr ist eben, dass sie hier eine junge, aufstrebende Stimme darstellt, die eben sehr stark eben auf die Tatsache, dass sie eben aus Afrika kommend, in den USA oder und Afrika lebend, also dass sozusagen hier dieser intersektionale Approach auch wieder sichtbar wird und dass das eben wichtig ist, dass eben die Kategorie Feminismus hier eine breitere Kategorie werden soll, eine allumfassende. Und meines Erachtens ist sie eben ganz eindeutig eine Stimme des Bridge Feminism, ein Feminismus, der auch hinausgehen will und eben Leute mitnehmen will und mitreißen will. Und da sind wir natürlich jetzt im Jahr 2022 angelangt, wo wir eben eine ganze Reihe von Möglichkeiten in den sozialen Medien und so weiter haben, die es natürlich auf ganz andere Weise uns möglich macht, eben auch am heutigen Frauentag, insbesondere eben auf die vielen Ungleichheiten noch hinzuweisen, aber eben gemeinsam und laut und in einer anderen Form. Ja, und damit bedanke ich mich ganz herzlich und tut mir leid, dass es jetzt so lange gedauert hat. Ja, vielen Dank, Professor Fellner. Also ich hatte gar kein Problem mit dem leichten Überzug. Ich fand es sehr interessant und ich glaube, wir haben viel gelernt. In den Kommentaren haben wir sogar schon eine Anmerkung. Liebe Frau Fellner, von all den Autorinnen war mir nur Betty Friedan bekannt. Danke für den weit zurückreichenden Rückblick. Also ich denke, wir haben alle Namen gehört, die wir vielleicht noch nicht kannten. Das heißt, wir haben jetzt auch noch Zeit für Fragen. Sie können gerne in den Chat schreiben, aber Sie können auch natürlich sehr gerne die Hand heben und sich selbst mal kurz zuschalten und mit uns sich unterhalten. Ja, wenn ich da vielleicht gleich kurz darauf antworten kann, Frau Smaus, ganz herzlichen Dank. Ja, also es tut mir leid, dass ich jetzt Betty Friedan übersprungen habe, aber ich habe sie absichtlich übersprungen, weil ich denke, das ist wahrscheinlich die Person, die man wirklich am ehesten kennt. Und ich finde es immer wieder fantastisch, eben wie dann gewisse Personen bekannt sind und andere nicht. Und das war eines meiner Hauptanliegen hier heute, auch zu zeigen, dass es eben noch viel mehr hier gibt und dass man auch meines Erachtens deutlich früher beginnen muss, eben mit dieser Tradition feministischer Klassiker, als eben
vielleicht bei Betty Friedan. Ja, Frau Gerhardt, bitte. Vielen, vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag. Ich habe jede Minute genossen. Der Anfang, wie ich verstand, war bei Abigail Adams, aber ich frage mich, wie weit man eigentlich noch zurückgehen könnte. Natürlich. Ich denke, indigene Kulturen haben einige Zeichen von dem aufgewiesen, was wir heute Feminismus nennen, zum Beispiel keine Geschlechterhierarchie. Viele waren durch Matriarchen geprägt. Also deswegen frage ich mich über die kulturelle Spezifik in Nordamerika. Vielleicht gab es einen Einfluss dieser indigenen Kulturen auf die nordamerikanischen frühen Feministinnen. Wie fänden Sie eine solche These? Also ich finde die These sehr gut. Ich konnte sie bloß nicht belegen. Ich habe das versucht. Ich konnte de facto keine Stimmen finden, außer dass, ich habe da einen Artikel dazu geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass es gerade zu dieser Zeit, und ich beginne deswegen auch bei den 1790er, weil ich bei den Vereinigten Staaten sozusagen A beginnen wollte und B bei diesem aufklärerischen Diskurs, der eben diese Frauenfrage explizit spezifiziert hat. Und ich glaube, dass sich die auch deswegen so vehement entwickelt hat in den USA und gleichzeitig aber auch weltweit nicht so bekannt, weil es hier ein sehr starkes auch Gegenschreiben gegen indigene Geschlechtervorstellungen gab. Es ist mir allerdings, außer dass ich diese These vehement verfolge, nicht wirklich gelungen, das empirisch zu beweisen. Aber das liegt natürlich auch darin begründet, das weißt du ja selbst, dass es eben unglaublich schwierig ist, Dokumente hier zu finden, in irgendeiner Weise Austausch zwischen indigenen Stimmen und diesen mächtigen Stimmen auch der Aufklärung. Aber ich bin mir sicher, dass es hier, also ich würde dann im 19. Jahrhundert, da gibt es sehr viele Reiseberichte dann auch eben zu der Zeit, wo eben dann die Ausdehnung der Vereinigten Staaten nach Westen stattfand, wo man eben dann auf alternative Geschlechtermodelle stieß bei der indigenen Bevölkerung und wo man dann eben noch stärker diesen biologistischen und diesen stark vom komplementären, von der, also Komplementaritätsgedanke her begründeten Geschlechterbinarität, wo man die dann vorantrieb, weil man eben sah, dass indigene Völker multiple Geschlechtermodelle hatten und so weiter. Aber da, also im 19. Jahrhundert, finde, habe ich dann einige Stimmen gefunden, die eben da explizit darauf Bezug genommen haben. Aber ich habe keinen Beweis sozusagen dafür gefunden, dass eine Judith Sargent Murray oder eine Abigail Adams oder eben eine der, es sind wenige Stimmen, aber ich behaupte trotzdem, dass es laute Stimmen sind, dass die in irgendeiner Weise hier direkten Kontakt gehabt hätten. Aber da bin ich noch dran, also ich gebe dann nicht auf. Ja, die Frau Gerland hat noch eine Frage. Ja, ich möchte erstmal mich auch ganz herzlich bedanken, Frau Dr. Fellner, für Ihren Vortrag. Ich grüße Sie und alle Teilnehmenden aus den USA, aus Oakland, Kalifornien. Sehr schön, danke. Auch den Internationalen Frauentag feiern. Und ich möchte auch nochmal ganz, ganz bewusst an alle Frauen und Mädchen denken, die betroffen sind von Gewalt und Krisen und Krieg. Jetzt denke ich natürlich gerade auch an besonders an die Frauen und Mädchen und überhaupt die ganze Bevölkerung in der Ukraine und natürlich auch in Afghanistan, in der Tigray-Region und weltweit, weil es ja ein internationaler Frauentag ist heute. Und ich möchte
auch noch mal sagen, dass ich sehr viel gelernt habe bei Ihrem Vortrag über die erste Welle Frauenbewegung. Und ich stimme auch Frau Gerhard zu, dass natürlich, dass es sehr willkürlich ist zu sagen, das ist die erste Frauenbewegungswelle. Komplett. Weil es gab ja in der ganzen Geschichte ganz resistente Frauen und Frauen, die wirklich um ihr Überleben gekämpft haben. Zum Beispiel denke ich da gerade auch mal an die Amazonen und das Buch von Sir Galahad, Mütter und Amazonen. Also ich denke, Frauen und Mädchen haben überlebt, weil wir Widerstand geleistet haben gegen patriarchale Strukturen, die wirklich mörderisch waren und weiterhin sind, wie wir das jetzt auch in Krisen und Kriegen sehen. Und bezüglich der zweiten Bewegung, ich bin ein Teil der zweiten Frauenbewegung, ich komme ursprünglich aus Hamburg, bin vor 25 Jahren in die USA emigriert und leite das Gerlin-Institut und bin Dr. von Lutz sehr dankbar und auch Eileen, vor allen Dingen Eileen Eilert, die hier auch mit im Zoom ist, dass ich diese Verbindung zu Ihnen herstellen konnte und diesen interessanten Vortrag hören konnte. Und zur zweiten Frauenbewegung möchte ich in den USA möchte ich auch nochmal sagen, dass natürlich Audre Lorde sehr wichtig ist in Bezug auf die USA und auch in Bezug auf Deutschland, weil sie eben auch sehr mitverantwortlich ist für die schwarze deutsche Frauenbewegung in Deutschland. Und natürlich andere Namen wie Pat Parker fallen mir ein oder June Jordan. Und natürlich sprengt das den Rahmen ihres Vortrags. Aber vielleicht möchte ich diese Namen nochmal erwähnen. Aber vielen Dank und ich hoffe, wir bleiben weiterhin in Verbindung, weil ich finde das wirklich sehr spannend, was Sie erforschen. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Und ja, würde ich wirklich wahnsinnig gerne in Verbindung bleiben. Also ich habe natürlich dafür mein Buch, das leider jetzt auch noch nicht erschienen ist, muss ich sagen, lange in den USA auch geforscht. Und da habe ich das auch ganz klar gemacht, dass ich diese Einteilung eben eigentlich überhaupt nicht gut finde. Aber wenn man dann so einen Vortrag hält, muss man sich doch irgendwie an dieser klassischen Einteilung irgendwie abarbeiten. Ja? Und deswegen habe ich jetzt diesen Versuch unternommen, in der Kürze, in dieser Breite hier des Durchstampfens, das jetzt sozusagen, dann mich davon leiten zu lassen. Ich habe am Schluss, das habe ich dann ausgespart, aus Zeitgründen, diese letzte Anthologie, This Bridge Called My Back, zu der ich auch einen persönlichen Bezug habe, weil ich Cherie Moraga gut kenne und weil ich Gloria Anzaldúa kannte und weil ich halt aus den Chicana Studies auch herauskomme. Da ist auch Audre Lorde, The Master's Tool Will Never Dismantle the Master's House, abgedruckt. Also dieser Sammelband vereint auch diesen Tag, also diese verschiedenen Stimmen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Es gäbe noch so viel zu sagen. Wie gesagt, ich habe jetzt wirklich nur versucht, so einen ganz kursorischen, breiten Überblick hier zu geben. Weil es mir einfach wichtig erscheint, weil wir, glaube ich, in Deutschland von diesen Stimmen viel zu selten auch gehört haben. Audre Lorde ist sicherlich bekannt bei uns und zum Glück auch immer mehr bekannt. Und ich hoffe sehr, Petra Stein ist ja hier heute als Mitorganisatorin, dass es uns gelingt, Petra. Wir haben gerade gestern oder heute noch korrespondiert, eben einen Vortrag auch zu Bell Hooks beziehungsweise zum schwarzen Feminismus in Deutschland zu organisieren. Ich hoffe, dass das dann auch bald zustande kommt in diesem Jahr. Aber das ist auch etwas, was auch eine Zeit gebraucht hat, auch dass wir uns dieser Tradition hier in Deutschland bewusst werden. Aber alles spannende Dinge. Alles klar, haben wir denn sonst noch Fragen unter den Zuschauern? Ansonsten hätte ich noch eine kleine Frage oder auch eine Anmerkung. Und zwar haben Sie, das fand ich auch ganz passend, dann vom Namen des Vortrags, und Sie haben auch sofort gesagt, dieser Kampfruf, Sisterhood is powerful. Und gerade in den letzten vielleicht beiden Jahren, auch vielleicht auch sehr in meinem Umfeld, auf Social Media, wird vorgeschlagen, statt dem Internationalen Frauentag oder statt Weltfrauentag, den Ausdruck feministischer Kampftag
zu verwenden, um vielleicht auch darauf hinzuweisen, dass der Feminismus ein bisschen Mainstream geworden ist, ein bisschen kommerzialisiert worden ist. Man findet jetzt T-Shirts und Tassen mit allen möglichen Zitaten. Und dass der Ausdruck vielleicht ein bisschen dazu zurückholt, dass es eigentlich darum geht, um Widerstand, um Kampf. Und deswegen fand ich es ganz interessant, dass ihr dann auch direkt gesagt haben, wer der Kampfruf. Ja. Weil eigentlich ging es ja darum ursprünglich. Ja, ich glaube, der Begriff stammt auch gar nicht direkt von Morgan, den hat sie auch genommen, der stammt davor auch noch aus dem Vietnamkrieg. Aber ich glaube, dass man diesen Spruch wirklich gut fruchtbar machen kann und auch sollte. Und ja, ich glaube, wobei ich mir immer schwer getan habe in dieser als ich eben da mein Buch schrieb zum frühen Amerika sozusagen, ist eben dieser Begriff Feminismus, der eben ein 21. Jahrhundert-Begriff ist. Und wenn man eben so die Quintessenz, eben die Frage nach den Rechten, dieser ganze Rights Discourse, wie es im Amerikanischen heißt, dann tut man sich halt schwer, auch da noch im ausgehenden 18. Jahrhundert, weil eben hier ganz anders argumentiert wurde. Darum habe ich eben dann vorgezogen, den als Querelle de Femme, aber auch in dem Begriff der Querelle de Femme, ein Begriff, der wiederum eigentlich fast ausschließlich mit England und vor allem Frankreich in Verbindung gebracht wird und der meines Erachtens noch gar nicht in Verbindung gebracht wurde mit den USA. Aber dieser Begriff hat ja auch den Streit, eben auch dieses Kämpferische, eben auch diese Widerständigkeit auch der Argumentation, diese ominöse Rhetorik, die auch hier, die ja wirklich also eine lange Tradition hat. Das wäre ein separater Vortrag, den ich auch gerne halte, aber inwiefern man eben diese frühe Debatte als Querelle de Femme lesen kann. Aber ich finde es wichtig, weil ich glaube, dass wir genau diese rhetorischen Mittel nicht aufgeben sollten und dass die eben heutzutage noch genauso wichtig sind. Wir können nach wie vor viel, viel lernen. Die Strategien bleiben oder müssen die gleichen bleiben. Das Ankämpfen, das Dagegenreden, die Widerständigkeit, die Rebellion. Und ich kann das nur bestätigen, Frau Gerd, ich glaube, dass ich habe gerade einen Artikel fertig geschrieben zu Covid und Gender, weil wir eben jetzt ganz klar eine Retraditionalisierung sehen und es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind, in welche Phase wir da jetzt getreten sind. Und jetzt natürlich angesichts der unglaublichen Gewalt, dass wir hier auch wirklich aufpassen und zusammenhalten. Und vor allem jetzt auch, also dieser Begriff Sisterhood is powerful ist mir gerade, ich bin gerade sehr, sehr engagiert, meine ukrainischen Freundinnen und Kolleginnen nach Saarbrücken zu bekommen. Ich habe ja jetzt sehr lange, die letzten 10 Jahre, sehr eng zusammengearbeitet mit einer Universität. Und das ist auch natürlich jetzt wirklich schlimm zu sehen, dass da hauptsächlich Frauen und Kinder alleine, teilweise noch nie, alleine sich auf so einen langen Weg haben machen müssen, die zu unterstützen und jetzt eben auch so viel Unterstützung zu sehen, wodurch für mich jetzt auch dieser Begriff Sisterhood is powerful auch nochmal eine ganz neue Dimension erlangt. Ja, vielen Dank. Alles klar. Hat denn sonst noch jemand eine Anmerkung oder eine Frage an die Professor Fellner? Genau, die Frau Stein hat auch gerade noch mal angemerkt, dass natürlich auch viele von den Werken, über die wir gerade gelernt haben, sind in der Frauen-Gender-Bibliothek auszuleihen. Sehr gerne gut. Zugänglich. Genau. Das ist gut. Ja, wenn es denn sonst keine Fragen, keine Anmerkungen mehr gibt, dann würde ich mich natürlich noch mal ganz herzlich bedanken für den tollen Vortrag, auch für Ihre Fragen, für die Diskussion und auch sehr herzlich nochmal bei der Frauen-Gender-Bibliothek. Wie gerade gesagt, schauen Sie gerne mal bei deren Internetseite vorbei oder auch persönlich. Schauen Sie sich die Bücher, die Werke an, die Sie zur Verfügung stellen. Und ja, vielen Dank. Vielleicht will der Dr. von Lutz noch kurz auf Wiedersehen sagen. Ja, das würde er schon gerne machen. Vielen Dank fürs Kommen. Ich habe auch einiges
gelernt. Ich komme ja eher aus der britischen Literatur heraus, wo man natürlich dann mal nach Virginia Woolf guckt und dieser Tradition schon aus dem Buch Jane Eyre von Charlotte Bronte und dann eben dieses Buch von Virginia Woolf basierend auf diesem Erlebnis von Jane in einem Buch, wo sie eben diesen Room of Her Own, Virginia Woolf's Roman ist ja, oder Essay ist Room of One's Own, was natürlich einen extremen Einfluss hatte in der englischen Frauenbewegung. Ich frage mich selbst allerdings, wenn ich da eine Frage noch stellen darf, A Room of One's Own, das ist ja dann zwar ein Absetzen von der männlichen Welt, aber es ist trotzdem ein Rückzug der Frau in einen geschützten Raum, wo sie dann gesellschaftlich eigentlich nicht mehr viel erreichen kann, oder? Astrid, was meinst du dazu? Ja, glaube ich nicht, kann man auch widersprechen, glaube ich. Wenn ich jetzt Room of One's Own gerade denke, dann macht das im Moment jetzt auch gerade wieder total Sinn in Covid-Zeiten, wenn man schreiende Kinder um sich hat und in Homeoffice-Zeiten und so weiter und sich als Frau einfach nur nach einem eigenen Raum sehnt, in dem man eben arbeiten kann und schreiben kann, oder wie auch die Frauen- und Gender-Bibliothek, die lang einfach einen eigenen Raum, einen geschützten Raum auch, einen Raum, der wichtig ist, wo man zusammenkommen kann und der eine Alternative hier bietet, um eben gemeinsam antreten zu können. Also ich glaube nicht, dass es ein Rückzug ist, sondern dass es einfach ein Safety-Net sozusagen darstellt und etwas ganz, ganz Wichtiges. Also das sind ja alles Überlebensstrategien, die wir uns hier aneignen müssen. Und insofern war das von Virginia Woolf hier, aber sie ist natürlich die perfekte, der bekanntere Counterpart, sage ich jetzt wahrscheinlich zu Gilman. Aber ich glaube, das ist eine Generation natürlich, die haben auch sehr ähnlich argumentiert und insofern ist aber, glaube ich, nicht so verwunderlich, dass bei uns einfach die britische Tradition ein bisschen bekannter ist. Ich glaube, Woolf ist einfach bekannter als Chopin oder Gilman aus irgendeinem Grund, aber ich sage immer, sie schwammen im gleichen Wasser. Ja, es ist jetzt aber nicht, ja, immerhin ist Virginia Woolf auch ins Wasser gegangen. Ja. Aber gut, herzlichen Dank fürs Kommen. Vielleicht könnten Sie zum Abschluss noch irgendeine Meinungsbekundung mit Klatschen oder erhobenem Daumen bekunden, denn das ist finanziert vom Auswärtigen Amt heute Abend und die verlangen einen gewissen Prozentsatz an Zustimmung. Das heißt, haben Sie was gelernt? Ja? Das müssen wir irgendwie nachweisen. Ja. So ist es. Ja. Und dann jetzt ist es schon die Mehrheit. Vielen Dank. Ja. Ich danke fürs Kommen. Und Frau Stein, vielleicht können wir uns bei Gelegenheit noch mal kurz schließen und dann vielleicht das Ganze noch mal aufnehmen, vielleicht auch mal eine kleine Serie machen. Ja. Ich glaube, Frau Simmet erhöht den Druck bei uns im Institut und dann müssen wir dem auch nachkommen. Ja, alles klar, wir sind dabei, gerne. Sehr gut, würde mich freuen. Alles Gute nach Oakland. Ja. Ja, viele Grüße und nochmal alles Gute aus dem sonnigen Kalifornien. Ach, I miss it. Das ist jetzt 10 vor, ganz kurz vor 11 Uhr morgens. So, ja, wir haben noch den ganzen Tag vor uns. Ja. Okay, vielen Dank allen. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns nochmal. Ja? Danke, Astrid, für den hochinteressanten Vortrag. Ja, liebe Grüße an alle, viele bekannte Gesichter, da freue ich mich. Ja. Und ich freue mich sehr, neue Personen kennenzulernen. Danke nochmal und einen schönen Abend. Gleichfalls. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.